Yo Leute und herzlich willkommen zurück zur dritten Episode hier vom Assassin's Creed. Ja, machen direkt weiter. Warte mal kurz, wo war ich denn nochmal? Ah, genau, wir sind jetzt hier in diesem Schloss oder diesem Anwesen und sollen aus dem Fenster steigen und das machen wir jetzt auch. Also ich lege einfach direkt los, Leute. So, um nach unten zu gelangen, R2 und Kreis. Ja, schon erledigt. Lautlos L2. Hast du das noch? Fuck. Hier draußen ist keiner. Ach, da sind noch total viele. Geh da schnell hier rüber. Genau. Das klappt doch schon mal. Jetzt dreh dich um. Die da draußen werden ja jetzt wohl kaum hier reingucken. Nein, das will ich doch gar nicht. Ich will hier einfach aufstehen. Genau, und jetzt schnell zack hier rum. Jetzt lieber mal hier so verstecken. Oh, das war glaube ich knapp. Okay. Da ist diese eine. Also, hallo? Versteck dich. Aber wenn der jetzt zurückläuft. Aus dem Palast schleichen, nicht in den Kampf geraten. Okay, probieren wir Wer das soll mal. Denn hier rauskommen? Fuck, schnell. Ich wette, irgendwann kotzt mir heute noch ein reicher Schnösel auf die Schuhe. Irgendwie verstehe ich nicht, wieso kann man nicht so um die Ecken laufen? Hallo? Suspekt. Ach man, diese. Wenn du das Netz brechen soll. Ach, so eine Scheiße. Ich stand eben. Ich glaube. Entweder. Ich bin nicht so oder so gewesen. Warum wusste seine Kumpels nicht? Gegen erinnert sich an sie, wenn ein Konflikt beendet ist. Der ist doch tot. Was wird er sich noch erinnern? Finnfrau. Armer Stucke. Ach man, schade. Ich wollte es eigentlich so schaffen ohne in Kampf. Ach so, ich weiß warum, weil ich die ganze Zeit Kreis drücke. Bisschen rein. Wobei ich. Weil ich die ganze Zeit Kreis drücke statt X und ja eigentlich X drücken sollte. So, muss ich noch schleichen. Ich glaube, ich habe gar nicht so eine große Reich. Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Monsieur? Monsieur de la Serre? Monsieur de la Serre? Ach, er ist das. Gibert, kommt weg da! Wachen! Hilfe! Mörder! Ah, der wurde erwischt. Na toll, jetzt sind wir natürlich wieder schon. Er hat hier de la Serre getötet. Die Erinnerung abgeschlossen. Die Herausforderung leider nicht geschafft, aber ist egal. Ja, super. Also, hoffentlich denkt jetzt nicht die Rothaarige, dass wir ihren Vater umgebracht haben. Beziehungsweise hoffentlich werden wir nicht gehängt oder ähnliches, aber das ist immer schwer zu glauben. Wenn man hier den Protagonisten spielt, dann kann der ja schlecht gehängt werden nach einer halben Stunde. Wäre das Spiel vorbei. Oh Leute, also ich glaube die Wartezeiten oder beziehungsweise Ladezeiten werden mich noch mächtig reizen. Aber was heißt werden noch, das nervt mich ja jetzt schon. Hallo, hast du dich aufgehängt oder? Ah ne, da unten. Ist gleich voll der Balken. Ach, eigentlich ist das nicht so schlimm, so eine kleine Wartezeit. Ich bin da schon abgehärtet.
hatte nämlich mal, als ich was noch echt klein war. Das scheint ein Stradivari zu sein. Ah, Nippel gibt's noch dazu. Nein, ich war es nicht. Damir hatte das Messer. Bitte, hab Gnade. Galia est omnis divisa in partes. Ja, das kennt man doch aus dem Latein. Die töten uns. Oh Gott, hab Gnade. Sie töten die Gefangenen hier drin. Das reicht jetzt, du Perverser. Oh Mann, hoffentlich müssen wir nicht zu dem in die Zelle. Wo bin ich? In der Hölle. Ah, fix und alle der Gute. Nutzen Sie die Fortschrittsanzeige, um diese Mission erneut zu spielen? Ach so, ja. Das machen wir natürlich nicht. Ich wollte ja nicht nochmal die Mission gucken, nur damit ich da noch die Option packe. Datenbank öffnen. Okay, hier, schön. So. Und so. Habt ihr gelesen? Sehr gut. Was, die Bastille? Auch noch. So, oh Gott, noch mehr. François de la Serre hatten wir den nicht schon? Aber das ist nur seine Tochter. So, egal. Nach draußen schauen. Ja, da wollen wir hin. Hier ist er auch fertig mit den Nerven. Hallo. Wird schon wieder in deinem neuen Heim. Danke. Das ist ein Finne, oder? So wie der aussieht. Wenigstens hat er zu trinken. Hier ein schönes Bett haben wir auch. Tja. Die gute alte Uhr von Papi. Da denkt sich jetzt bestimmt Ute Papa, Ute Papa. Ah ne, Papa Uta ist der Song, ja. Da weiß sogar, was er bedeutet, allerdings nur, weil ich den in meinem Radio gehört habe und die es da gesagt haben. Wo hast du das her, Pissport? Pissport. Ich bin nicht in Stimmung. Gib sie zurück! Woher? Oh, ja, jetzt kriegt er auf die Mütze, der Gute. Alter, den kann man doch nicht auch ernst nehmen. Zieht er ihn euch mal rein, wie der aussieht. Was ist denn mein Kampfplätzchen? Was? Hey, jetzt reicht's zum auf die Mütze, du kleiner Homo. Ich muss parieren. Jetzt kriegst du auch ein paar. Was ist los? Gib mir jetzt meine Uhr zurück, sonst. Was denkst du dir eigentlich? Guter Schlag, Pisspot. Was ist Pisspot? Das war ein geiler Ausdruck, aber. Ja, hast auch gerade schon zu schmecken bekommen, meine Verteidigung. Wenn du mich nochmal Pisspot nennst, dann müsste ich nur noch kacken musst. Moment, ich muss jetzt mal gucken, was steht da unten? Wenn es gelb aufleuchtet, um perfekt zu parieren. Ja, mach ich doch, oder? Komm. Oder ist das nicht, wenn es gelb aufleuchtet, oder was? Wieso geht der Tipp nicht weg? Ja, Mann, ich wollte gerade mal ein bisschen Platz geben, komm.
Und noch ein und noch ein und noch ein. Ah, okay, aber wenn wir gekontert werden, will ich nochmal zurückkontern. Gib mir, was meins ist. Und geh wieder an dein Gekürzel, alter Mann. Gekürzel? Das hier. Überall. Als wären wilde Hühner über die Zellenwand gelaufen. Wo? Komm her, du kleiner Pisspot. Nimm deine Hände weg. Sieh auf die Wand. Pisspot. Was machst du? Konzentrieren. Hände weg, Kackwurst. Konzentrier dich. So, genau, ein Adlerblick. Haben wir's doch. Was ist das? Botschaften aus der Vergangenheit. Die Hälfte der Pariser Gefängnisse habe ich bereits danach abgesucht. Wie heißt du, Junge? Arnaud. Arnaud Victor Dorian. Dorian. Natürlich. Pierre Bellec. Ich kannte deinen Vater. Schön für dich. Er starb bei Versailles. Ungefähr 76? 77? Dezember, wenn ich mich irre. Keine Zeugen. Woher weißt du? Dein Vater war Assassine, Arno. Er gab sein Leben im Kampf für die Freiheit aller Menschen. Halt dich an mich. Vielleicht lebst du lang genug, dich uns anzuschließen. Und sein Andenken zu ehren. Hör mal, dieser Kult von dir ist sicher ein amüsanter Haufen, aber ich bin nicht interessiert. Ich will einzig und allein Elise finden. Und wie willst du das anstellen von ihr drin? Jo, also unser Vater war ein Assassine. Das ist die alte Assassine, Assassin's Creed Story. Man kennt's doch. So, wir haben hier anscheinend kräftig trainiert. Zwei Monate. Nochmal! Wie? Fokus, Pisspot! Was zum Teufel ist da los? Fokus, Pisspot. Pass auf, das Schicksal könnte bald an unserer Tür klopfen. Kanonenschüsse! Manchmal klingt das Schicksal wie ein Kanonenschuss. Sie schießen die bestimmt hier gleich direkt mal ein. Ah, ne. Jetzt muss ich so, Moment, Datenbank. Hier haben wir den. Oh, warte. So. So, ich hab das. Wir haben nicht viel Zeit! Ja, ich komm schon. Versteck betreten. Ist der dann da drüben? Ja, da ist er ja. Hey du! Los, keine Tricks, klar? Gefangene! An die Wand! Die Wachen. An die Wand! Das geht schief! So. Ist das ein Österreicher, oder? Gefangene! An die Wand! Deckung verlassen. Töten. So ist er tot. Jawohl. Gut. Die hätten wir erlebt. Verschwinden wir aus dem Treffer. Ihr da! Halt! Habt ihr das gehört? Ihr da, halt! Sie sehen wie ein Schweizer, nicht ein Franzosen. Was? Mit R1 kann ich. Ich schütte dich nicht ab, was da. Geil. So, was ist dein Kollege? Hallo. Hier bin ich. Ich bin der perfekte Baron. Wie, hast du mich jetzt erst gesehen, oder was? Und das ist das billig. Und schon erledigt. Jetzt kann ich dich töten. Boah. Hat er ihm doch tatsächlich das Messer direkt heilen? Moment. Ist die Tür offen? Nicht ganz. Heilen jetzt? Wir haben ein Problem. Hab ich jetzt gehört? Dann löse es. Reizend. Ich mach den Kopf kürzer. Das haben wir doch geübt. Mann. Bombe und dann kalt dir ein paar. Ja, ne? 3 gegen 1 findet ihr fair, oder was? Bis
Tipps. Ich kann deine Tipps gar nicht lesen, wenn es so rund geht. Okay, Kapus, ich bin hinter dir. Scheiße, wo bist du denn? Scheiße. Ja, Leute, ich spiele ja nicht. Ich spiele nur Shooter. Ditch, oder? Muss ich hier so lang klettern? Ich bin natürlich gut beim Fliegen gerade, oder? Jetzt fuck, ich bin halt darüber oder so. Okay. In den Ring. So, komm. Nicht so hinterher. Hallo, warte. Hey, warte, hier ist eine Truhe. Den nehmen wir noch mit. Alles nerviges. Wo ist sie denn? Ich höre sie doch. Ach so. Augen auf. Wieso ist die jetzt wieder verschlossen? Schloss knacken. Ah, das gibt's jetzt auch. Schloss knacken, cool. Na, mit diesem R2 gesprint auf jeden Fall. Springt man hier dauernd auf die. Hört ihr's? Feuer, Feuer, verdammt! Hier. Ich heiz... Feuer gibt's nicht, aber ich heiz euch dafür kräftig ein. So hast du gerade auf mich geschossen, du Fresse. So, wo sind denn die anderen Kollegen? Kriegst hier die Schuld für das. Was kann ich denn mit ihm machen? Und jetzt? Brillant! Und wie kommen wir wieder runter? 5 Bier, yeah! Also heute Abend gibt's einen fetten Party. Ja, so krass wird die nicht mit 5 Bier. Ist er hier hoch wahrscheinlich. Komm schon, Kackwurst, komm schon. Ja, und, hallo? Ach, den darf ich jetzt nicht töten. Das Oberteil. Oh, wartest du, Pisspot? Zeit zu springen. Was? Der Kerker hat dir den Verstand geraubt, alter Mann. Das hat der Alkohol schon vor langer Zeit erledigt. Jetzt hoch mit dir. Ich kann... Das ist unmöglich. Unmöglich? Das muss jeder Assassine können, Junge. Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Du passt gut zu uns. Bis dann, Pisspot! Du, zurück von der Kante! Ja, ich hab... Also, ich bin da vorhin schon gesprungen, ist doch jetzt kein Problem mehr. Ubisoft präsentiert geil, das war erst so. Wo sind wir jetzt, in Paris? Oder? Oh ja, macht mir schon wieder Spaß, muss ich sagen. Nur die Ladezeiten hier, die machen weniger Spaß. Ja. Also, dann können wir uns jetzt den Assassins oder Assassinen anschließen. Und dann werden wir wahrscheinlich irgendwie den Mörder unseres Vaters wahrscheinlich wieder rächen. Weil ursprünglich, oder was heißt ursprünglich, erstmal wahrscheinlich den Mörder von dem Vater von der Rothaarigen. Und danach kümmern wir uns um den, der sich unseren Vater vorgeknüpft hat. Ach so, stimmt, wir sind jetzt natürlich gefangen. Entflohener Häftling quasi. Elise? Nette Begrüßung. Man muss vorsichtig sein. Nach allem, was passiert. Elise, ich... War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Elise, bitte. Glaub nicht, dass ich schuld am Tod deines Vaters war. Er war...
Er war nicht der Mann, für den du ihn hieltest. Auch mein Vater war das nicht. Ich weiß ganz genau, wer mein Vater war, Arno. Und auch, wer deiner war. Ich denke, es war wohl unvermeidlich. Du, Assassine. Ich, Templerin. Du? Schockiert dich das? Mein Vater wollte immer, dass ich in seine Fußstapfen trete. Jetzt bleibt mir nur noch, ihn zu rächen. Ich schwöre dir, ich hatte mit seinem Tod nichts zu tun. Hattest du doch. Nein. Nein! Bei meinem Leben, ich schwöre dir, dass ich... Ist das... Ein Schreiben gerichtet an meinen Vater am Tag seiner Ermordung. Lies es. Großmeister de la Serre, ich erfuhr durch meine Agenten, dass ein Mitglied unseres Ordens eine Verschwörung gegen euch plant. Ich bitte euch, seid bei der Initiation heute Abend auf der Hut. Traut niemandem, nicht mal euren allerbesten Freunden. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Er. Den Brief fand ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Ich wusste ja nicht. Mein Vater auch nicht. Woher hätte ich es wissen sollen? Bitte. Geh einfach. Okay, also sie, Romeo und... sie, Romeo, ich Julia, andersrum meinte ich. Ist doch hier voll die Romeo und Julia Story, oder? Sie Templerin, ich Assassine, bald bestimmt. Oder was heißt ich? Arno. Was ist sie denn jetzt sauer? Wir können doch nichts dafür, dass ihr Vater da umgebracht wurde. Ich meine, und wir sind auch nicht schuld, dass er den Brief nicht gekriegt hat. Es war das Dickerchen, was zu langsam war. Und dann die Verantwortung an uns abgedrückt hat. Finde ich ziemlich frech. Naja. So. 5 Minuten später, jetzt kann es endlich weitergehen. Soll das bedeuten? Keine Ahnung. Also war das Assassine-Zeichen davor, aber warum war da so ein Netz drüber? Und warum ist das Haus da drüben so abgefuckt? Paris steht Ihnen nun offen. Sie können die Stadt erkunden oder die nächste Einzelspielermission spielen, um Arnos Geschichte weiter zu verfolgen. Ja, also wie gesagt, ich werde da wohl eher die Einzelspielermission verfolgen und nicht Paris erkunden, weil das doch vielleicht ein bisschen langweilig wird für die meisten. Ja, die Truhe gönnen wir uns noch. Erinnerung abgeschlossen, die Herausforderung haben wir natürlich auch gepackt. Aber wir sind die Besten. Wieso habe ich jetzt kein Radar? Habe ich. So, hier. Noch was zu lesen, was Schönes. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Und das nächste. Okay, es
reicht mit dem Lied. Ich hoffe, es holt keiner Fettchen. Ja. Irgendwie Sturm auf die Bastille, da kratzt es doch im Hinterköpfchen, oder? Das haben wir doch alles schön mal in Geschichte gelernt. Aber ist bei mir zu lange her. Okay, ja. Na gut, dann würde ich sagen, das nächste Mal werden wir dann anfangen, Paris, oder beziehungsweise, nee, wir werden nicht anfangen, Paris zu erkunden, aber hier Paris unsicher zu machen und Arnos Geschichte ein bisschen voranzutreiben. Also dann vielen Dank wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hoffentlich.